Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon XD der dunkle Sturm. Wir sind immer noch bei Olaf und haben den letzten Part wirklich richtig strategisch platt gemacht. Einmal verloren leider, aber wieder rausgeholt, sage ich mal, mit einem spannenden Rematch. Das war echt geil, das war ein schönes Battle und ja, wo ist Olaf nun? Das würde ich gerne mal wissen. Hier draußen nicht. Wir auf jeden Fall haben wir das Kryptolager wohl jetzt komplett abgeschlossen, haben herausgefunden, wer der Großmeister Prenos ist. Und zwar ist das ein kleiner Dilportaner mit Glatze und Ohren, die aussehen wie Affen. Oh ja, yeah. Uran-Utans sind Chefs von dem Team Krypto. Ich kann hier kaum sprechen, ey, das ist voll schlimm. Warum? Weil der Zero einfach total random heute um... Wie spät ist es? Viertel nach acht. Ja, Viertel nach acht morgens, ne? Denke ich mir nämlich mal auf, weil ich sonst keine Zeit habe. Und gleich wird erstmal Pokémon Bloody Platin hochklar. Boah, Leute, ey, ich sag euch, entweder ihr geht total steil oder sagt, boah, voll scheiße, Zero, Alter, wir hassen dich alle, total scheiße. Weiß ich noch nicht. Bin mir echt auf eure Meinung gespannt, da was ihr dann so sagt. Zum Spiel allgemein auch. Deswegen, da habe ich schon ein bisschen Angst vor, ja, weil ich denke mal, ihr werdet es positiv auffangen. Diebstahl, das ist Diebstahl! Oh, da ist ein Diebstahl. Was ist los? Ich hab nichts geklaut. Nein, ich war's nicht. Verdammt, gib es zurück. Rück sofort wieder raus. Ey, Alter, chill dein Leben. Was ist los? Diese beiden Verrückten haben mein Krypto-Pokémon gestohlen. Einer trug sowas wie ein Mowok und der andere hat eine Frisur wie ein Ball. Na, die Queen. Verdammt, sie haben das letzte Krypto-Pokémon geschnappt, das heute produziert wurde, bevor die Anlage stehen geblieben ist. Hm. Der Queen, was will der denn wieder mit dem Krypto-Poke? Naja, who knows? Ihr merkt vielleicht, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es ein bisschen früher noch ist. Ich habe jetzt versucht, 2 Stunden lang rauszuzögern, nicht aufzunehmen. Nämlich ich eben auf YouTube ein bisschen gestalkt, gesurft habe und so ein bisschen, ja, und... Ja, da kam so ein bisschen so, ich gucke so, oh, ja, wollt ihr heute nicht noch aufnehmen? Eigentlich schon. Und ich kann mir selber gerade gar nicht vorstellen, dass ich jetzt aufnehme. Ich weiß gar nicht, wo soll ich hin? Ah, gehen erstmal zum Hauptlabor, würde ich sagen. Ne? Auch wenn das Porta Portus ist. Ja, scheiße. Nee, keine Ahnung, wo sollen wir hin, Leute? Haben wir eine E-Mail bekommen? Ich glaube nicht, oder? Und Zengo ist auch ready. Und... Ja, Angel, ich weiß, sorry, ich hab's, glaube ich, 5-mal vergessen zu sagen, dass du Sengo sein willst, das habe ich aber auch, glaube ich, ich hab's im Hinterkopf gehabt, ich hab's, ja, ich hab ja deine PNs da gelesen, hab dir auch geantwortet und alles, wie gesagt, Leute, wer wirklich ein Pokémon sein will, dass ich noch nicht irgendwie dekryptonisiert hat, dann schreibt er mir am besten eine PN, weil dann kann ich im Voraus besser das machen und dies, das, Business und so. Und Magnetidos wollen auch viele sein, keine Ahnung, warum mich das Ding gesweept hat, vielleicht, ich weiß es nicht. Okay, oh, ich will nicht bei Items gucken, ich will bei meinem E-Mail-Ordner gucken. Mailbox. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Lagraturm. Das ist die letzte Mail, die wir bekommen haben. Hm. Interesting thing. Achso, das stimmt, Moment mal. Ich glaube, wir müssen doch nach Porta Portus. Ich glaube, da waren wir gar nicht so falsch. Aber... Ich glaube, ich werde im nächsten Part nochmal einen Community-Part machen, da ich doch bemerkt habe, beziehungsweise ist mir gerade in den Sinn gekommen, weil wir gerade im Pokémon-Hauptlabor waren, dass im letzten Part doch auf einmal Ding-Ding, Ding-Ding, Ding-Ding 4 Pokémon sich auf einmal gemeldet haben, ey, wir wollen entkryptonisiert werden und so, ne? Genau, hier müssen wir nämlich hin zu dem Cyber-Kyogre, was sich jetzt hier im Hafen befindet. Ah, die Queen ist irgendwo! Ja, wo, weiß. Who knows? Wo ist die Queen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe absolut keinen Plan, wo der sein kann. Deswegen schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht ganz genau, wo ich ihn finden soll. Ich kann es natürlich googeln, aber. Leute, das ist ein so schönes altes Spiel und ich will mich einfach nicht mehr spoilern, deswegen. So, Tauboga, das wollte... ja, ich will Baumi sein. Ich musste gerade überlegen, ey, so... Wer war denn da nochmal? Dann so, ah, stimmt, ich will Baumi, stimmt, ja. Deswegen. Fukano kann auch ins Team, eigentlich. Ich will nämlich ein fettes Arcani später haben, weil Arcani ein motherfucking crankes Mofo-Ding ist.
Jetzt weiß ich auch, wer gerappt hat wieder, weil das habe ich mir so ein bisschen mal gemerkt. Gestern Abend habe ich noch Kommentare gelesen und da bleibt ein bisschen was hängen, wenn man die so ein bisschen länger liest. Und der gute Samuel oder Speedtime Zero, sowas hieß er, glaube ich. I'm not sure, you're, aber glaube, es ist ungefähr Radosh. Ne? Und ich habe Bock auf ein Tohido irgendwie, von daher will ich jetzt auch Kanivana dekryptolisieren. Fivian ist auch fertig, ey. Lol, Alter, also wir haben schon so viele. Junge, ich will mein Krypto-Biss wieder haben. Gib mein Fünf hier der. Junge. Deswegen, wir haben schon wieder, falls ihr sehen könnt, 6 Pokémon, die wir einkryptonisieren können. Und der Junge, der Voltor sein wollte, der hat sich auch gemeldet. Danke nochmal an dich. Wie gesagt, ich habe deinen Namen vorhin vergessen. Heute wieder. Und auf Tengu-Biss habe ich auch so ein bisschen Bock. Deswegen, auf alle Pokémon, die ich ein bisschen geil finde, die einkryptonisiere ich eben. Keine Ahnung, Togepi chillt da sein Leben irgendwie. Chill dein Leben alleine irgendwie. Magnetorn, weil das auch jemand sein wollte. Metallmantel, nice. Vielleicht kann ich ja irgendwie einen Sheox halt machen, wenn wir Sichlor haben. Sichlor kommt auch noch, habt ihr mir schon gespoilert, danke. Nein, ich nehm's nicht so ernst jetzt. So schlimm fand ich das jetzt nicht, dass ihr mir das gespoilert habt. Weil ich das selber schon so ein bisschen noch abwusste. Von daher. Nicht schlimm. So, aber ich will jetzt erstmal nochmal Bird trainieren eigentlich, weil die ist vom Level ein bisschen weit unten, sage ich mal, genau wie René eigentlich, aber wenn wir sehen, was die Zeit bringt, meine Freunde, dann werden wir auch weiterkommen. So, wir sind jetzt wieder am Porter. Porter ist, wie gesagt, unser Cyber-Kyoko befindet sich im Hafen, das wieder fit gemacht wurde von dem Schrr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 
Es geht gleich weiter zu neuen Gebieten. Ich weiß nicht, ob das Gebiet Kolosseum auch da war. Ihr könnt es mir... Weiß nicht, ob ihr es mir spoilern sollt. Ich kenne ja Kolosseum nicht. Und ich will eigentlich nicht so gespoilert werden, weil ich das Spiel ja auch noch blind Let's Playen will. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache, die wir machen werden. Hoffentlich, wisst ihr das. So, ins Erdgeschoss. Entweder das ist hier oder im anderen. Ist ja auch egal, gehen wir erstmal hier rein. Hallo, Klein! Wo bist du? Ach, hier. Was geht ab, Alter? Hi, Zero. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir was geben. Ja, ja, Geschenke, Geschenke. Ich nehme alles gerne umsonst an. Gib her, hier. Gib es mir, bitte. Was? Wir haben einen geheimen Pornokeller? What the fuck? Zero, drüben, komm bitte her. Bitte vergewaltig mich nicht, bitte vergewaltig mich nicht, bitte vergewaltig mich nicht, bitte vergewaltig mich nicht, was willst du? Dein Kampf gegen Team Krypto ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich denke, diese besondere Situation bevor der besondere Maßnahmen. Zero hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Na los, öffne die Kiste. Okay, aber wenn ich mich jetzt umdrehe, ne, dann hoffentlich machst du nichts Böses. Das ist ja nur der Meisterball. Das ist der Meisterball. Dieser Pokémon ist einzigartig. Seine Fangrate liegt bei 100%. Und er ist so selten, dass kein anderer ihn fangen bzw. ihn holen konnte. Plus, kleine Kiddies konnten sich holen mit Hilfe eines Schummelmoduls bzw. eines Glitches und hatten damals über 200 Milliarden Meisterbälle auf ihrer Spielstände. Na, ist das nichts? By the way, ich hatte damals auch so viele. Deswegen war irgendwie damals so eine Kuh davon. Es ist aber leider nicht weggegangen, weil ich ihm die Wahrheit gesagt habe. Ey, der ist gar nicht einzigartig. Ne, da steht sogar hier, ne, Made in Taiwan drauf. Guck mal, ob wir ihn hier finden. Made in Taiwan. Der Ball mit Made in Taiwan. Der beste Ball fängt das Pokémon garantiert. Made in Taiwan. Okay. Dann haben wir das ja geklärt. Das ist mal sehr schön. Okay, ja, wenn das sonst nichts mehr wäre. Ich hatte nicht richtig Bock auf... Moment. Wir haben jetzt 13 Minuten, 14 Minuten, 12 Minuten ungefähr voll. Ich glaube, ich werde im nächsten Part doch einen Community-Part machen. Ich will aber wissen, wo der fucking die Queen aufgetaucht ist, ey. Alter, das regt mich gerade auf, ey. Wo haben wir den denn getroffen? In der Bar, der war doch immer hier, in der Wüstenbar, oder? Der hat doch immer gesoffen. War noch eine Runde aufs Haus, Johnny? Oh, ich hab grad gedacht, das wäre, aber das ist nur der komische Typ mit pinken Haaren. Hey, du bist nicht die Queen, oder? Hast du Stöckelschuhe? Nein. Country Music. Hier ist echt gar nichts. Ecstasy. Oh Mann, wo ist der hässliche die Queen? Eigentlich müssen sie nach Eremit helfen, da ist es. Egal. Gut, Leute, das ist heute ein bisschen Chili-Vanilli-Part, Flieger-Part, ich weiß, aber da wird es im nächsten Part wieder ein Community-Part geben. Ich glaube, darauf steht ihr, ihr mögt ja die Community-Parts und... Ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Deswegen, weil ich jetzt im letzten Part da so einen richtig chilligen Community-Part gemacht habe, weiß ich jetzt auch, wer das ungefähr noch Pokémon sein will, dies, das, Business. Und da kann ich jetzt schön erstmal die 6 Pokémon wieder enkryptonisieren. Also, den weiß ich schon, wer das sein wird. Sengo kann ich auch enkryptonisieren. Mache ich gleich offscreen nochmal, wie gesagt. Tauboga sollte enkryptonisiert werden, das weiß ich. Voltoball auch. Vivien wollte eigentlich, glaube ich, auch jemand werden. I'm not sure, ja. Und falls nicht, werde ich mir gleich jemanden aussuchen, Leute. Das kann ich auch noch machen. Schluckbuck oder Lunastein? Das ist geiler. Ich nehme Schluckbuck, weil Lunastein werde ich, glaube ich, nicht mehr ins Team nehmen, weil sie das keine Entwicklung mehr hat. Ich werde nur die Pokémon noch ins Team nehmen, die auch Entwicklung haben, damit die auch wenigstens ein bisschen gelevelt werden können, damit die sich auch noch entwickeln. Dann würde ich den Pokédex ein bisschen vollkriegen, Leute. So, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für den heutigen Part. Pokémon, ich kann euch mal eben zeigen, wie das mal funktioniert mit Zengo. Also, ihr müsst hierauf auf Essenzkiste. Dann könnt ihr jeweilige Essenzen vergeben.
Am besten nimmt ihr dann immer die Paradies E, weil es die mit den meisten Dekryptonisierungswerten ist. Dann klickt ihr auf Sengo drauf. Und wir massieren Sengo. Ja, und Sengo ist glücklich. Und das muss man ungefähr zweimal machen, dann sollte es auch wieder voll sein. Das ist ein bisschen strange, Mensch. Ihr seht schon, er ist wieder aus dem Kontramodus rausgegangen, weil er jetzt massiert wurde von uns. Oh, Moscherie. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache für Leute, die faul sind und nicht battlen wollen. Da könnt ihr es so machen. Sehr kostspielige Sache, aber ihr seht schon, Sengo ist bereit für die Kryptolösung, meine Freunde. Und damit würde ich auch sagen, wenn wir den heutigen Part Pokémon XD, der dunkle Sturm, haut rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Part, wenn es heißt Community Action. Und danach geht's irgendwie weiter zum Rock and Rock Round. Alter, wie bist du? Na egal. Ist ein böser Zwilling vielleicht. Okay, Leute, haut rein und bis zum nächsten Bald. Wenn wir uns hier wiedersehen. Ciao. Woo!